Ja, Peter, wenn es denn brennt, gibst du mir ein Zeichen, damit ich denn hier den Ablaufplan starten kann? Ja, du kannst starten, du kannst starten. Jetzt ist die Feuerwehr natürlich nicht vor, die Sirene läuft im Hintergrund und Sie sehen, binnen von Zehntelsekunden steht Ihre komplette Küche in Flammen. Und das ist jetzt wirklich Realität. So sieht es in einem Haushalt aus, wenn man versucht, eine Fettbrand mit Wasser zu löschen. Es gibt eine Riesenverpuffung und anschließend steht die Küche komplett in Flammen. Und dann gehen die Sirenen bzw. die Fettbrände im Feuer. Speziell für Sie haben wir das halt hier mal so realistisch wie möglich dargestellt. Wir lassen das jetzt auch so lange brennen, bis der reguläre Zeitpunkt erreicht wäre, dass eine Feuerwehr vor Ort eingrifft. Wie gesagt, bei uns hier in der Stadt die Besonderheit, wir haben eine Ausrückenhilfsfrist von 8 Minuten von Auslösen des Alarmes bis Eingriffen vor Ort. Und wenn Sie hier so zugucken, dann können Sie sich vorstellen, dass 8 Minuten in einer Wohnung alles passiert. Es ist auch beeindruckend, wie es anfängt zu knistern. Stellen Sie vor, dass Sie in Ihrer Küchenmöbel in der Falle sind. Ich habe mal auf die Uhr geguckt, wir haben es ein Stückchen verkürzt. Wir haben es jetzt mal 4 Minuten brennen lassen. Wie gesagt, wenn wir jetzt von 8 Minuten höchstens ausgehen, dann ist nicht nur diese Wohnung betroffen, gerade im Neubau, dann ist das Feuer auch schon eingegangen. Ja, machen wir doch. Meier, dann stinkst du so dolle. Das, was Ihnen jetzt als kleinen Boden strömt, ist auch wichtig. Wir wollen es auch bei Ihnen zu Hause liegen. Wenn die Möbel brennen, dann ist es nun mal so, dass die meisten Möbel aus Pressspan irgendwo Pressspananteile haben. Und da kommt dieser eklige Geruch her. Normal im reellen Einsatz haben die uns natürlich Pressluftatmen auf. Auf die haben sie verzichtet, weil sie stehen ja weit genug weg. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, realistisch ganz nah zu erleben, wie es aussieht, wenn man Fehler in der Küche macht. Und ich möchte Sie bitten, für die Jungs und Mädels einen Applaus zu spendieren. Dankeschön, Jungs. Habt ihr gut gemacht. Danke. So, mach ich mich.